Hallo und herzlich willkommen zu Timberborn. Heute ist unsere Aufgabe, bekommen wir dieses Reservoir hier mit Wasser gefüllt. Dazu nutzen wir natürlich diese Pumpen. Wir werden sehen, ob die ausreichen, um das ganze Reservoir zu füllen. Noch haben wir eine ganze Menge Arbeit vor uns. Hier müssen noch die Deiche fertiggestellt werden. Wie man sieht, das Dynamit hier muss überall noch platziert und gesprengt werden. Und hier kann man sich die Dimension dieses Reservoirs ansehen. Das ist schon einiges. Ich bin gespannt, ob dazu diese drei Pumpen ausreichen werden. So, okay, warum habe ich hier noch das Dynamit rumstehen? Keine Ahnung. Sprengen! Den Kram reißen wir ab. So. Und es wird Zeit, dass die Biber endlich mal ihren Müll hier wegräumen. Ist ja unerhört, ist das. Und hier liegt auch noch Müll rum, kein Stauraum. Nee. Würdet ihr schneller bauen, hättet ihr Stauraum. Wenn wir das Distrikt hier anwählen, sieht man natürlich, die kommen nur bis an diese Stelle. Irgendwas müssen wir uns einfallen lassen, damit hier weiter platziert und gebaut werden kann. Nächstes Problem, wir haben hier noch keinen Zugang, um irgendwie die Deiche zu bauen. Darum müssen wir uns ebenfalls kümmern. Und wie ihr das schon von anderen Videos kennt, hier wird Leiter genutzt, denn diese ist einfach nur supreme. So, und damit die gebaut werden können, wir kennen das Spielchen, brauchen wir auch wieder Plattformen. Also platzieren hier. So, und damit die jeweils gebaut werden können, kennen wir schon das Spiel. Wir brauchen Plattformen. Falls ihr euch wundert und neu dazugekommen seid, wo diese Leiter herkommt, das ist eine Mod in Timberborn. Okay, nun brauchen wir noch die Pfade. Die verbinden wir hier. Sehr schön. So, und dann sollte die Biber nichts mehr aufhalten, hier hochzuklettern und alles an Holz verbraten, was wir jemals irgendwo gesammelt haben. Wie bekomme ich die Biber hier hoch? Wir nehmen einfach einen kürzeren Pfad und schauen mal, ob das uns das Leben erleichtert. Wir bauen hier eine Leiter. So, Plattform, Plattform und Pfad verbinden. So, und dann nehmen wir hier eine Abkürzung. Und dann bin ich gespannt, ob das ausreicht. Ich denke nicht. Wir werden wahrscheinlich ein zweites Distrikt brauchen. So, um das Dynamit hier zu platzieren, denke ich, würde ein Distriktzentrum an dieser Stelle ausreichen. Wir markieren natürlich die Bäume, die dafür gefällt werden müssen. Dann die Pfade, die hier gesetzt werden. Und dann sind wir hier gespannt, ob das alles funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Jetzt schlafen die schon wieder. Hier, ich will, dass das fertiggestellt wird. Mir fällt gerade auf, ich habe hier noch gar keine Medizin im Distrikt Biberibi. Wohlbefinden, Heiler, platzieren. So, zum Herstellen von Medizin braucht der Heiler den Löwenzahn und den habe ich ja glücklicherweise schon angepflanzt. Ebenso könnten wir so langsam mehr Bildpower gebrauchen. Wir haben hier 5 Biber, die arbeitslos sind und die könnten wir doch einfach Arbeit in eine Bauarbeiterunterkunft unterbringen, oder? Die bauen wir dann einfach. Wir stellen die hierher, jawohlst. Dann wird das zuerst gebaut und dann können die da arbeiten. Dann wird auch unser Vorhaben schneller durchgeführt. Sehr schön. So, unsere Leiter sowie die Plattform sind fertig geworden. Wir klicken nochmal aufs Distriktzentrum Biberibi. Und schauen mal und tada, wir haben einiges mehr an Reichweite. Wenn wir hier den Pfad noch etwas erweitern, wird es vielleicht noch ein klein bisschen mehr. Dann können hier schon mal Dynamit. Dann kann hier schon mal Dynamit platziert werden. Da sind wir ein ganzes Stück weiter. Und für den Rest können wir das zweite Distrikt nutzen. Das weitere Distrikt nutzen. Ach, schaut mal, wie schön das hier schon wieder feiern. Was ist hier los? Ah, da sprudelt es doch wieder sehr schön. So, der arbeitet ganz fleißig. Medizin 0 von 40. Haben wir denn schon was im Lager? Nee, wird direkt immer verbraucht. Aber haben wir überhaupt Krankenbetten, wo diese Medizin verwendet wird? Müssten wir auch mal so langsam angehen. Und zwar hier bei Wohlbefinden. Dann Krankenbett. Und dann würde ich doch mal glatt hier 2 hinstellen. Ich denke aber, ich habe schon welche. Ah, da sind sie doch, oder? Ne, da sind Schreien. Krankenbetten. Ah, haben wir hier drunter. Geschützt unter den Plattformen, stimmt. Und wie man sieht, da ist ja auch schon Medizin drin. Ah, okay. Nichtsdestotrotz, 2 weiteren Krankenbetten können nicht schaden.
Oh, dieser Windpark. Eine Wohltat. Gut, dass ich den so aufgebaut habe. Der liefert konstant, fast konstant, immer manchmal Energie. Hört nicht hin, was er sagt. Hört nicht hin, was er sagt. Er ist verwirrt. Er ist verwirrt. So, ich wundere mich die ganze Zeit, warum diese Bäume nicht abgerissen werden. Man sollte es vielleicht auch priorisieren. Sonst bevorzugen sie, wer hätte es gedacht, das, was anderweitig priorisiert war. Ja, das ist mies. Ja, und kaum hat man was gesetzt und gesagt, hier priorisiert, wird es auch gemacht. Okay, verbinden wir hier mal den Pfad. So, können wir aber nicht. Er meckert wieder wegen den Distrikt-Toren. So, jetzt ist verbunden und tada, unser Distrikt hat Zugriff hier. Was sagt das andere Distrikt? Geht bis hierher. Auch kein Problem. Sollen die erstmal alles hier platzieren. Sobald das alles platziert ist, schippern wir das andere Dynamit hierher und dann verteilen wir das über Distrikt 6. Das dauert ziemlich lange. So, die Bauarbeiterunterkunft ist fertiggestellt. Das wird jetzt hoffentlich dann eine ganze Ecke schneller gehen. Und wir sehen schon, oh, ein bisschen Zeit ist vergangen. Hier wird kräftig Dynamit platziert und getragen, logischerweise, sonst könnte es nicht platziert werden. Ja, aber ihr seht, ne, so eine Bauarbeiterunterkunft, genial, spart uns sehr viel Zeit. Eine Sache hätte ich aber gern noch ausprobiert, wenn ich das Distrikt-Tor hier abreiße und hier den Pfad abreiße und den hier fortführe, kommen die Biber dann trotzdem an das ganze Dynamit ran zum Platzieren? Dann hätte ich mir die Arbeit mit dem Distrikt gespart. Hm. Ah, man müsste den Pfad auch hier setzen. Und nochmal. Schade, nee, es reicht nicht. Und hier hört es ja auch, ja. Hätte man vorher sehen können, hier hört es ja auch auf. Dann benötigen wir wohl unter Arbeit die Abgabestelle und setzen die hier. Wo platzieren wir sie? Ja. So, und das werden vielleicht 10, 20, 30 Dynamit sein. Also verteile mit des Distrikts. Dynamit, wo ist es? Ich werde es sowieso wieder nicht finden. Da unten, oh doch. So, 30 maximal. Mehr brauchen wir nicht. Dann richten wir logischerweise von unserem Verteilzentrum aus. Aus Biebertown, beziehungsweise Biberibi. Wir sind ja in Biberibi. Sagen wir Route hinzufügen. Liefern das an Distrikt 6. Und zwar Sprengstoffe. Und sobald hier alles voll ist, migrieren wir ein paar Biber in dieses Distrikt und dann können die den Rest platzieren und dann holen wir sie wieder zurück. Oder wir bauen hier später ein Distrikt neu und lassen uns was einfallen, was hier alles schön gebaut werden könnte. Ah, die Dürre ist beendet, also fließt das Wasser bald wieder sehr schön, sehr schön. Dann treiben unsere Wasserräder auch wieder unsere Generatoren an. Wird so langsam Zeit. Ich habe es nämlich lieber, wenn hier alles voller Wasser steht. So, wie sieht's mit unserem Dynamit aus? Das sieht schon mal sehr gut aus. Und wenn wir hier das Distrikt anwählen und die UI wieder einschalten, sehen wir alles platziert. Jetzt wäre das andere Distrikt dran. Aber bevor wir das tun, können wir hier schon mal sprengen. So, und jetzt werden wir die Migration nutzen. Distrikt, Bevölkerung migrieren. Und zwar von Biberibi oder von Bibertown. Komm, wir haben hier 6. Dann schicken wir von Bibertown. Schicken wir... Von Biebertown schicken wir zu Distrikt 6 6 Biber. 4 Biber sollten reichen. So, und wenn wir das Distrikt hier anwählen, sehen wir auch 4 Biber. Und die sollten jetzt, wenn wir hier auch 4 Arbeiter einstellen, das ganze Dynamit hier entnehmen und hier platzieren. So, und bevor die natürlich verhungern oder verdursten, holen wir sie wieder zurück, wenn wir dran denken. So, und jetzt geht das Ganze eine ganze Ecke voran und hier kommt schon das erste Wasser. Juhu! Das hat aber ziemlich lang gedauert. Hier arbeiten 3 Pumpen. Hm, und das Ziel ist ja, dass wir das ganze Reservoir befüllen. Aber das könnte ein ganz schönes Unterfangen werden, so wie das hier ausschaut. Und aber wir können hier jetzt schon sprengen und das Wasser kann hier schon rüber. Wir lassen das letzte Dynamit platzieren und dann sprengen wir das und schauen mal, wie viel Wasser wir wirklich in diesem Reservoir halten können. Was aber schwierig wird, denn hier sind die Deiche noch nicht fertig. Hm. Wahrscheinlich müssen wir zuerst diese Pumpen wieder abschalten. Ich habe natürlich noch mehr Wünsche und zwar hier ist noch alles ziemlich trocken. Und da ich immer alles gerne bewässert habe, würde ich hier auch noch Dynamit platzieren, damit das Ganze ja auch noch bewässert wird. So, wo ziehen wir denn die Furche rein? Ich hätte gesagt hier einmal so und noch ein bisschen so und ein bisschen so und ein bisschen so. Dann sieht das Ganze natürlich aus. Hier müssen wir den Pfad natürlich kurz abreißen. Hier kommt auch Dynamit hin. Vielleicht hier noch eins. Und natürlich... priorisieren.
Oh, und vielleicht eventuell nicht vergessen, diese Biber wieder zurückzuschicken. Bevölkerung migrieren. Wir schicken von Distrikt 6 zurück nach Biber Town. Und zwar 10 Biber. Da muss ich nicht viermal klicken. Ja, faul. Okay, und wenn wir hier sehen, ne, jetzt ist schon ein bisschen was an Zeit vergangen. 4 Tage seit Dürreende. Und es steigt ziemlich langsam. Ich bin gespannt, wie lang das Reservoir nachher brauchen wird, um sich zu füllen mit dieser Geschwindigkeit. Ach, währenddessen haben die Biber schon wieder alles fast an Dynamit platziert. Das können wir gleich sprengen. Und dann schauen wir mal, ob das hier alles erreicht wird, was wir hier bewässert haben wollten. Zack. Da. Och, schaut mal, fast. Also wir müssen hier irgendwie noch Wasser nach unten transferieren. Mal schauen. Vielleicht lassen wir das aber auch erstmal. Wir schauen mal in unserem Hauptdistrikt, wie es hier mit Holz aussieht. 414 Holz. Das wird noch eine ganze Weile reichen. Ja, da haben sie genug zu tun. Vielleicht bauen wir hier noch eine Leiter. Hier ist ja schon eine und hier vielleicht noch hoch, damit die hier gleichzeitig bauen können. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktionieren wird, denn die Arbeiter, die laufen ja alle hier hoch und platzieren das Holz dann von oben nach unten. Wenn wir hier unten diese Leitern... Ich weiß nicht, ob das schneller geht, aber wir können es ja versuchen. Rasieren! So, und die ganzen Deiche und so, denen geben wir natürlich zweithöchste Priorität. Es soll ja schließlich fertig werden. So, das wird dann auch eine ganze Weile dauern. Uns fehlt einfach Manpower. Das bedeutet, in diesem Hauptdistrikt werden wir jetzt auch auf Arbeit klicken, dann auf die Bauarbeiterunterkunft. Wo bekommen die ihr Material her? Keine Ahnung. Ich werde das jetzt einfach mal hier setzen. Setze dies auch auf hohe Priorität und dann wird das hoffentlich schneller fertig. Und hier bekommen wir so langsam offensichtlich ein Problem. Das Wasser läuft über. Also müssten wir unsere Pumpe stoppen, sonst wird es kritisch. Wir drücken hier P. So, hat aufgehört zu pumpen. Unten läuft auch voll, das macht aber nichts, denn die hören ja auf zu pumpen, wenn das Wasser oben ist, obwohl die Pumpe noch weiterläuft. Immer noch. Ja, jetzt wisst ihr, wo der Begriff Luftpumpe herkommt. Denn hier pumpt's, aber anscheinend nur Luft, denn der Wasserpegel steigt nicht. Will man dazu sagen? 10 years later. 20 years later. Oh, ich bekam den Fehler, dass die Routen nicht mehr funktionstüchtig sind. Ja, man sollte vielleicht auch wieder die Übergänge bauen, ne? Die man gesprengt hat. So wird ein Pfad raus. Und während die immer noch schön die Deiche und die Überwege anbauen sind, werden wir hier, weil es so kahl aussieht, einen Förster bauen. Dann kann der ein paar Bäume pflanzen. So, noch einmal prüfen, ob der alles erreicht. Natürlich nicht. Ist aber auch nicht schlimm, das kann ja alles rüberwachsen. Oder? So, der zweite Förster ist gebaut. Die Deiche sind immer noch nicht fertig, also frönen wir weiter unserer Deko. Und nicht vergessen, wieder abreißen. Nicht abreißen hier. So, nicht mehr weiter pflanzen, denn es ist ja schon gepflanzt. So, wir haben eine ganze Weile gewartet und wie man sieht, hier war eine Überschwemmung. Ist aber Gott sei Dank wieder vorbei. Die Dürre hat jetzt begonnen und schaut mal. Alles platziert, wie wir es wollten. Und der Deich ist so gut wie fertig. Bedeutet, wir können endlich sprengen. So, was nur blöd ist, ne, weil die Dürre jetzt begonnen hat. Das heißt, ich müsste hier die Pumpe wieder weiterlaufen lassen, wenn die Dürre vorbei ist. Ja, jetzt wird das Wasser hier rauslaufen. Und wir gucken. Oh, cool. So viel Wasser wird das nicht sein, ne? Ich schaue mal, was sich hier alles ansammeln lässt. Aber endlich, ey, wir haben's. Wir können unser Reservoir füllen. Oh, das füllt sich aber schon sehr gut. Ja? Wie hoch ist das hier? Okay, das ist ein Block hoch. Gut, das wird dann wahrscheinlich doch noch eine ganze Weile dauern. Wir schauen nochmal hier oben. Ja, jetzt wird's halt ein kleines Rinnsal. Aber wir haben endlich Wasser in unserem Reservoir. So, und dann müssen wir natürlich schauen, dass wir hier einen Kanal bauen. Bis hier unten hin. Dass das Wasser wieder ableitet. Und hoffentlich zusammen mit diesem Wasserstrom, während der Nicht-Dürre hier nicht überläuft. Ne? Dass das hier zusammengeführt wird und alles schön abläuft.
Mal gucken, ob dann noch diese Doppelschleusen, die geplant sind, überhaupt noch notwendig sind oder klug sind. So, und die letzten zwei Deiche sind auch gebaut. Oh, cool. Unser Deich ist fertig. Ah, hat ja lang genug gedauert, ne? Was man jetzt noch machen könnte, damit das Wasser hier oben nicht vollständig versickert, in unserem Reservoir, ist, Dämme dafür zu bauen. Und zwar so, dann trocknet hier auch nicht alles aus. Das wäre doch eine Maßnahme. Und hier bleibt Gott sei Dank alles für die meisten Bäume und so weiter bewässert. Denn hier ist noch Wasser drin. Allerdings hier, das wird jetzt vertrocknen. 7 Tage ist die Dürre, 8,5 Tage hält so eine Blaubeere durch. Wie sieht's aus? Mit dem Löwenzahn auch 8 Tage. Okay, und 15 Tage die Bäume. Also alles im grünen Bereich. Das hier kann dann wieder abgerissen werden. So, oder wir hätten es pausieren können, wie auch immer. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt mit unserem Vorhaben durch. Das ist sehr schön. Ich würde sagen, Aufgabe für heute erledigt. Das nächste Mal bauen wir hier weiter. Und vielleicht unser Distrikt hier oben mit dem Vorhaben, hier oben noch einiges an Holz anzubauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.